Okay, ich muss nach unten. Hoffentlich ist der Frau nichts passiert. Hallo? Ach, da ist der Typ wieder. Ja, wer bist du denn? Ja, lach mal nicht so doof. Da schwebt er hinein. Das klingt alles nicht gesund. Aber egal, ich bin Patrick Galloway und nichts kann mich schockieren. Ich gehe jetzt einfach mal, ja, checkt mal meine geilen Tricks aus. Ich schwing hier mein Ding. Jammed. Stuck. Jammed. Stuck. Okay, okay, beruhigt euch, okay? Ich komme ja schon. Was ist das denn hier für eine Schraube? Tja, dann würde ich mal sagen, wir gehen in diesen absolut ungefährlich aussehenden Gang hinein, ne? Und da wären wir auch schon. Ja, ja, wenn du mich schon so einlädst, dann schwinge ich nochmal schnell mein Ding und gehe rein. Ah, guck mal, wer da ist. Can you describe what you can only see? As the bonds of flesh are broken, the world becomes apparent. Da stellt er sich nochmal schnell breitbeinig hin und dann verschwindet er schon wieder. Einfach das gute Buch fallen gelassen. Also echt. Der Patrick hat auch nichts Besseres zu tun, als die ganze Zeit so geil seine Waffe zu schwingen, ne? Also, ist schon ein bisschen angeberisch, der Typ, aber er ist auch eine coole Socke. Werdet ihr bestimmt noch kennenlernen. Ja, jetzt hör aber mal auf, ne? Also, ja, das ist auch geil, wie er springt. Patrick, also, der kotzt ja fein. Der kotzt ja feiner. Der kotzt feiner Bast. Der kotzt beinahe fast. Was ja eigentlich auch nicht nötig ist, das beides zu sagen, ne? Okay, mein Deutsch verabschiedet sich. Wir gehen einfach weiter. Ladidadidum. Ich laufe dumm herum. Ich bleibe nicht stumm. Sei's drum, sei's drum. Oh ja, schönes Bild hier, ne? Was liegt denn da Schönes? Eine. Oh, das war aber gut gemacht. Ich erinnere mich an die ganzen Sachen nicht mehr so wirklich. Also wenn ich sie dann sehe, dann weiß ich wieder, dass die passieren. Aber ich weiß es vorher nicht. Also, das wird bestimmt für... Okay, ich speichere jetzt mal ab. Ihr seht schon, ich habe ein bisschen Test gemacht, aber nicht viel. Okay. Was höre ich denn da? Irgendwas ist hier zu hören. Wer ist das denn? Habt ihr die gesehen? Oh, hi. Habt ihr die gesehen? Da ist irgendeine Frau in einem weißen Kittel rumgerannt. Aber das hier ist keine Frau in einem weißen Kittel. Das ist eine Ausgeburt der Hölle. Das sind also diese Viecher, die hier so rumheulen die ganze Zeit. Ja. Ha! Hab dich erwischt. Hast wohl gedacht, du kannst mich einfach so anspringen, ne? Hey Jesse, die müssten dir doch gefallen, oder? Die sind lila. Lila ist Jessys Lieblingsfarbe. Aber das warst nicht du. Also, ich glaube, die war blond, die Trulla. Von daher... Health Pack. Oh nein! Oh nein. Ah, Mist. Wow! Wie konntest du mich denn jetzt verfehlen? Also, du bist ja nicht so effizient, Junge. Aber danke, dass du mich verfehlt hast. Und der ist auch nicht lila. Das ist alles sehr seltsam. Hier sind Scherben auf dem Boden. Ah, ja, okay. Da oben ist diese komische Trulla wahrscheinlich reingesprungen und hat dann die arme Frau massakriert. Oh.
fast das komplette Gesicht abgefressen. Boah. Ach du Schande. Ja, Das ist nicht gut. Das ist alles, aber nicht gut. Oh, hi. Schön, dass du... Oh, hopp. Das ist doch nicht dein Ernst. Oh. Gleich mal zwei Kugeln verschwendet für den guten Mann. Ich höre die... Hört ihr das? Da leuchtet auch irgendwas durch die Wand durch. Ich höre die ganze Zeit irgendwas hier so rumoren. Ich mache mal einen Quick Save. Oh, hi. Ich gehe da mal wieder, ne? Oh, Mann, ich verschwende die ganze Munition. Oh, ich bin so schlecht. Die sind aber auch schwierig zu treffen. Das Geräusch kommt irgendwie von hier, aber... Jam. Ja, toll, da kann ich wieder nicht durch. Wow. Ja. Da muss ich nochmal meine Let's Play-Freundin Jessie kurz kontaktieren. Jessie, siehst du den? Der erinnert mich irgendwie an den guten Hermaeus Mora aus der Elder Scrolls-Serie. Der ist überall, der Typ. Gegen so eine Qualle. Mit einem Auge aber nur. Erinnert einen alles hier so ein bisschen an Lovecraft, oder? Ah, ich sehe dich doch, wie du da sitzt. So ganz gechillt. Ha, hab ich dich. Help me, Patrick! Ah, der will bei Jeremiah rein. Das kann er aber gut vergessen. Gleich mal ins Rückenmark geschossen und die Sache beendet. Ich komme gleich, Jeremiah, aber hier ist noch was. Oh, New Journal Entry. Ah, da war's schon wieder. Ha! Wusste ich's doch. You gained an amplifier. Okay, schauen wir gleich nach, was das ist. Ja, hier oben hätte ich mal sein müssen eben. Da hätte ich eine gute Übersicht gehabt. Was sind das für Viecher? Und was war das für eine Frau? Und was ist das für ein Typ, der hier rumschwebt? Fragen über Fragen. Wir schauen erstmal, was wir da gerade bekommen haben. Dieser komische Kristallstein scheint eine Quelle endlicher Kraft zu sein, die ich nutzen kann, um meine... Ja, also wir können dadurch unsere Macht, unsere Magie wahrscheinlich steigern. Und steigern, wie effektiv wir Spells, also Zaubersprüche, einsetzen. Ich muss meine Augen offen halten und meine Ohren darauf trainieren. Ja, also wir erkennen sie durch diesen pinken Schimmer und diesen, ja, dieses summende Geräusch. Also es ist quasi die Nierenwurz von Undying. Jeremiah's Conversation. Ich bin gerade noch rechtzeitig gekommen. Er ist komplett ans Bett gefesselt und hat mir... Er ist ein Schatten seiner selbst. Er ist viele Pfunde leichter und viel blasser als früher. Allerdings ist seine Erklärung, warum er uns gerufen hat, immer noch unklar. Er spricht von komischen Ereignissen, die hier passieren, Probleme, die er in seinem schwachen Stadium nicht, in seinem schwachen Zustand nicht selbst wieder gerade rücken kann. Und er will, dass wir so ein bisschen uns umsehen. Ich habe natürlich zugestimmt. Und ja, dann haben wir diesen Schrei gehört. Und der Rest ist Geschichte. Wow, was zur Hölle ist denn hier los? Josephs Brief oder Notiz. Ich werde es ein bisschen zusammenfassen. Er ist von irgendwelchen stehenden Steinen zurückgekommen. Wir erinnern uns an die stehenden Steine aus dem Intro-Screen, aus dem Menü. Er weiß nicht ganz genau, was ein uraltes Volk dazu gebracht hat, diese stehenden Steine auf dieser
von Wind und Wetter übersäten Insel aufzubauen. Irgendetwas in ihm resoniert, wenn er dort ist oder an sie denkt, wahrscheinlich. Ja, aber warum haben die das dort gebaut und nicht auf dem Festland, wo es viel einfacher wäre? Das ist die Frage. Er wundert sich, warum seine Familie sich nie mit diesen rituellen Sehenswürdigkeiten und Orten beschäftigt hat, obwohl die schon lange hier leben. Und er hat es auch nie näher erforscht. Anscheinend gibt es hier noch mehr archäologische Artefakte. Die Steine, es gibt ein Monasterium, Monastery, ich weiß nicht genau, was das auf Deutsch heißt. Mausoleum, ich glaube, ist das richtige Wort. Ja, und dann gibt es noch einen Turm, der anscheinend in der Mitte von diesem riesigen Anwesen ist. Das Anwesen wurde drumherum gebaut, aber der ist irgendwie auch abgeriegelt und die Leute haben irgendwie das niemals hinterfragt. Und das Mausoleum ist jetzt eine brüchige Ruine. Ja, und früher waren hier anscheinend irgendwelche Mönche. Ein Orden von Mönchen hat hier gewohnt. Und in Irland gibt es anscheinend viele von diesen Rückzugsorten für diese Menschen. Er möchte irgendwann nochmal auf diese Insel hinausfahren. Und vielleicht nimmt er seine Kinder mit. Okay, das klingt alles danach, dass der Joseph wahrscheinlich der Vater ist von diesen ganzen Geschwistern. Von den Covenant-Geschwistern, also von Jeremiah und Ambrose hat er erwähnt und Lisbeth und Bethany. Aber da waren noch mehr. Ich glaube, da war noch einer, dessen Namen wir nicht gehört haben. Gut, ja, das war wahrscheinlich keine gute Idee, die Kinder dorthin mit zurückzunehmen. Dann würde ich sagen, das nächste Mal wandern wir hier rein und hören uns an, was der gute Jeremiah zu der ganzen Sache zu sagen hat. Wobei, das mache ich jetzt noch schnell. Kommt. Also, das wäre jetzt ein komischer Abschluss. Those beasts were after me. What in God's name were those things? They're called howlers. And while I've never seen one before tonight, I've heard of them for years. Those weren't natural, my friend. We're fighting more than superstitions here. Perhaps I was being naive not to tell you, but there might be something more sinister at work here. Yeah. When I was a boy, I encountered something I can't quite explain. You see, there was this isle of standing stones that sits just off the estate. Someone had carved a sigil into each of the stones, something indiscernible. Father had many books on the occult, one of which contained a sketch of that very symbol. I took my brothers and sisters out to the island and read from my father's book. Well, what happened? Something answered. The ocean began to boil, and a great wind whipped against us as we stood in the circle, and my siblings huddled to the ground in fear. Eventually, the wind died, and the sea settled. Patrick, I know it sounds like the ravings of a dying man, but I believe those standing stones had something to do with this. What has once been a taint upon this family has now begun to manifest itself. But you told me you're dying. Doesn't this curse end with you? Who knows? My brothers and sisters are dead, but I don't think they're really gone. I've heard some servants whispering. They think they've seen Lisbeth on the estate. My family has come for me. I sense them, Patrick. By now, you and I know the supernatural exists. You saw the howlers. And what about our encounters with the Tersanti during the war? You still even carry the Gelzebar stone with you. It's a token of the Shaman's life I took. That's all. I found a scroll with a picture of the Gelzebar on it. I believe it contains the way to awaken the stone's dormant power. Very well. Let me study this scroll overnight, and I'll see what I can do in the morning. This house still hides many secrets. I'm counting on you to reveal them and put an end to this mess. The next day in your guest room. Der nächste Tag in meinem Gästezimmer.
Also erstmal fettes Gästezimmer, also wow, hier, naja, also ein paar Kissen hätten sie mir schon noch auf diesen komischen weißen Block legen können, aber ich will mich ja nicht beschweren. Ich habe nur eine Frage. Also es gibt hier schon länger die Legende, dass die toten Geschwister hier umherziehen. Wir haben jetzt diese Howler gesehen, die sich jetzt als etwas Reales entpuppt haben. Jeremiah meinte ja, er hat vorher schon von ihnen gehört und jetzt hat er sie zum ersten Mal gesehen. Wir haben auch genug gesehen. Warum zur Hölle sind wir noch hier? Warum zur Hölle schlafen wir hier seelenruhig am Kamin in diesem furchtbaren Gemäuer? Also, ich habe keine Ahnung. Und der Jeremiah ist vor allen Dingen jetzt wieder alleine. Und wir sind wieder alleine. Warum zum Teufel sind wir nicht zusammengeblieben? Das ist doch wirklich alles andere als sicher hier. Aber egal. Das nächste Mal werden wir uns das hier anschauen. Das ist wahrscheinlich diese Rolle, die uns der Jeremiah mitgegeben hat. Wir werden uns ein bisschen damit beschäftigen, was dieser Amplifier macht. Und ja, ich hoffe, ihr seid gespannt auf das, was da kommen möge. Ich glaube ja, diese Frau in Weiß, das war eine von den Geschwistern, ne? Und der Typ, der da rumfliegt und der mal gehäutet ist und mal im Anzug. Ja, ich schwing mein Ding in meinem Guest Room. Das mache ich. Okay, jetzt verstehe ich, warum ich alleine sein wollte. Alles klar. Wir sehen uns das nächste Mal. Bitte gebt uns einen Like und teilt das Video mit euren Freunden. Und ich hoffe, ihr werdet euch mit uns weiter gruseln bei Clive Barker's Undying. Abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Euer Jesus.